Wir Piraten stehen auch für Mobilität in der Fläche unseres Landes. Denn seit Jahren wird die Anbindung der ländlichen Orte mit dem Busverkehr immer schlechter. Immer mehr Verbindungen fallen weg. Und da glauben wir, dass man gegensteuern muss. Und wie kann man das besser tun als mit Bürgerbussen, die versuchen, diese Lücken zu füllen mit ehrenamtlichem Engagement? Bürgerbusse bedeuten Zusammenhalt vor Ort. Da finden sich Menschen zusammen, um ganz konkret etwas zu tun für die Mobilität auf dem Land. Denn gerade ältere Menschen sind abgeschnitten, wenn sie nicht mehr zum Arzt kommen oder zum Einkaufen können. Und deswegen sehen wir Piraten in unserem Haushaltsentwurf vor, eine echte Landesförderung für Bürgerbusprojekte in unserem Land. 150.000 Euro als Starthilfe. Das ist nötig, weil wir einen riesigen Nachholbedarf haben. Gemessen an der Einwohnerzahl Schleswig-Holsteins gibt es hier viel zu wenige Bürgerbusprojekte. Und ich finde es traurig, dass wir da nicht weitergekommen sind, weil wir eine sehr gute Anhörung hatten und alle sich gewünscht haben, dabei auch eine stärkere Unterstützung. Und wir möchten auch ein Kompetenzteam, was die Idee der Bürgerbusse trägt, vor Ort in die Kommunen hinein, was sie vorstellt und was dabei unterstützt, neue Bürgerbusinitiativen zu bilden. Mobilität auf dem Land ist uns ein ganz wichtiges Thema, und da müssen wir vorankommen.